Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenfarclas, 12 Jahre. Ja, die Brennerei liegt in den Highlands, genauer gesagt in der Speyside und hat in der unteren Preisregion einige Whiskys am Start. Fängt an bei einem Whisky ohne Altersangabe, dem Heritage. Den gibt es dann auch noch in der Sonderausführung als 45 Grad North, glaube ich. Es gibt einen 8-Jährigen. Es gibt einen 10-Jährigen und es gibt diesen 12-Jährigen. Ja, preislich liegen die alle irgendwo zwischen 20 und 30 Euro. Der 12-Jährige hier ist der einzige, der mit 43 Volumenprozenten abgefüllt ist. Die anderen, die ich genannt habe, sind mit 40 Volumenprozenten abgefüllt. Und der hier kommt in der Literflasche. Liegt daran, dass er eigentlich für den ehemaligen Duty Free, also den Travel Retail, den Reisebedarf gedacht war. Anscheinend hat er da nicht so die Abnehmer gefunden. Deswegen kriegt man ihn auch ganz normal im Fachhandel. Ja, Glenfarclas unterscheidet die Verpackung farblich. Hier beim 12-Jährigen ist sie blau, beim Heritage ist sie, soviel ich weiß, grau, beim 8-Jährigen grün, beim 10-Jährigen rot, beim 15-Jährigen lila und so weiter. Also man sieht dann schon von weitem, wenn man sich auf den Fachhandel zubewegt, was da von Glenfarclas alles vorrätig ist. Ja. Ist auf jeden Fall eine Malzflasche, wenn du die auf den Kopf kriegst, Feierabend. Ja, und Glenfarclas ist eine Brennerei, 15, 18, 21-Jährige, alles noch durchaus bezahlbar, nicht so überteuert wie Gleichaltrige von der Konkurrenz. Liegt vielleicht daran, dass hinter Glenfarclas kein globaler Konzern steckt, der da die Preise macht, sondern ein privat geführtes Familienunternehmen. Ja. Ja, wie gesagt, 43 Volumenprozente und nicht gefärbt. Also das, was wir hier sehen, ist die natürliche Farbe nach 12 Jahren im Oloroso Sherryfass. Klar, gibt es Whiskys, die sind nach 12 Jahren im Sherryfass deutlich dunkler. Es gibt aber auch welche, die sind deutlich heller. Das hier ist ein ganz normaler Goldton. Ich würde jetzt mal sagen, dass der Anteil an Refill-Fässern, also an mehrfach, also an zweit- und drittbefüllten Fässern, hier relativ hoch sein wird und der Anteil an First-Fill-Fässern relativ gering. Ja, also wenn ich jetzt, wie gesagt, der ist ungefärbt, da kann man von der Farbe da in etwa auf die Zusammensetzung schließen. Ja, wer hätte das gedacht? Eine ganz, ganz leichte Rauchnote liegt da drüber. Aber ganz leicht nur. So, 3 ppm, 4 Grad so oberhalb der Wahrnehmungsgrenze. Und ja, bei den rauchigen Single Malt Whiskys, beispielsweise bei denen von der Insel Isla, die sind so stark rauchig, da muss sich die Nase erstmal eine Zeit lang an den Rauch gewöhnen, bis die Nase dann das Gehirn den Rauch ausblendet und man die anderen Aromen dahinter aufschlüsseln kann. Da hier, das ist nur so eine Rauchfahne, die da vorbeizieht. Da hat sich die Nase gleich dran gewöhnt. Und dahinter, ja, vernimmt man dann einen Hauch von Sherry, aber wirklich nur so einen Hauch. Leichte Malznote. Aber jetzt kein süßes Malz, eher ein bisschen herber. Vielleicht so leicht bitter. Frucht. Nicht wirklich. Eiche auf jeden Fall spürbar. Deutliche Eiche. Ja, mal probieren. Wirklich viel kam da jetzt nicht raus, alles nur so verhalten. So deutet sich alles mal so an. Mal gucken. Ganz zarte Sherry-Einflüsse, aber auch im Geschmack nichts, was da heraussticht. So ein paar Dinge, die sich vielleicht mal andeuten, so ein bisschen Kaffee. Eiche ist da, aber auch nur ganz leicht. Wird jetzt sehr, sehr trocken. Walnuss, ganz deutlich Walnuss. Ein Hauch von der Zitrusfrucht.
Ja, was dann Brennereicharakter ist, also das, was bei der Destillation aus den Brennblasen rauskommt, aber wirklich nur ein Hauch. Insgesamt wird er extrem trocken jetzt. Jo, jetzt kommt ein bisschen Vanille. Nach wie vor viel Fass. Also im Aroma wird jetzt das Fass deutlicher. Also wirklich viel kommt da nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt so, also ein bisschen so Vanillepuderzucker. Hauch von Sherry, Hauch von Zitrusfrucht. Bisschen Eiche und wird insgesamt am Ende hin sehr trocken, Abgang mittellang. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt könnte man ja sagen, die Flasche hat nur 30 Euro gekostet. In der Literflasche, wenn man das auf die 0,7 Liter Flasche runterrechnet, 21 Euro, was will man da großartig erwarten? Ja, ich habe in dem Alterssegment, was 100% Sherryfass gereifte betrifft, so meine ein, zwei Favoriten. Und ich muss ganz klar sagen, da kommt er definitiv, kommt der Glenfarclas da nicht ran. Ich könnte jetzt böse sein und behaupten, er kommt in der Literflasche, damit er ein bisschen wenigstens an seine Konkurrenten rankommt. ja, vielleicht für Einsteiger geeignet, die sich mal einem 100% Sherryfass gereiften nähern möchten. Da eignet er sich gut, ist auch eine ordentliche Menge, da kann man sich dran vergnügen. Und mit 43 Volumenprozenten bekommt man ein bisschen mehr wie die 40, die jetzt beim 10-Jährigen und bei den anderen da, mit denen die abgefüllt werden. Ja. Sonst abschließend noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch ja, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!